wenn man mit dieser Klangqualität Musik wahrnimmt, vereinnahmt es einen nochmal auf eine andere Art und Weise, als wenn man das einfach nur mit gewöhnlichen Audioquellen sich anhören würde. Wir sind hier bei der Burmester Audiosysteme GmbH in Berlin-Schöneberg, sitzen seit 40 Jahren an diesem Standort. Die Besonderheit besteht darin, dass die Firma von einem Mann, nämlich Dieter Burmester, gegründet wurde, eigentlich für den Selbstzweck, dass er für sich erstmal nur einen Verstärker gebaut hat, weil er mit seinem eigenen gekauften nicht zufrieden war. Und getrieben aus dem Gedanken sind wir eigentlich heute immer noch unterwegs, haben nicht mal 100 Mitarbeiter, fertigen immer noch von Hand alles hier. Hier sitzen Mitarbeiter, die mit einer Zange und einem Kabelschuh und einem Kabel eine Verbindung herstellen. Sich das in Deutschland heutzutage zu leisten, ist tatsächlich etwas sehr Besonderes. Die Firma Burmester ist schon wirklich was Besonderes. Sie zählt nicht nur zu den deutschen Premium-Herstellern, die es sehr wohl verstanden haben, immer wieder auf neue Technologien einzugehen. Das ist wirklich schon inzwischen ein Luxusprodukt, kann man sagen. Um guten Klang zu erkennen, muss man sich erstmal mit dem Thema Klang befassen. Häufig ist es so, dass man erstmal die Gelegenheit hatte, durch vielleicht ganz andere Umstände guten Klang zu genießen, weiß man auch guten Klang zu schätzen. So habe ich Burmester für mich entdeckt. Ganz konkret kann man sagen, dass wir dank des Consulting-Projektes eben auch massiv die Prozesse im Haus überarbeitet haben. Man kann sich das vorstellen, wir waren in der klassischen Situation, in der sehr viele Mittelständler sind, die groß geworden oder die ein Stück weit gewachsen sind und hatten eben keine etablierten Prozesse. Die Notwendigkeit bestand einfach dadurch, dass mein Mann ja im Jahr 2015 verstorben ist und wir eine Neuordnung schaffen mussten. Die Situation war dann eben so, dass wir neu denken mussten und uns neu sortieren mussten. Und ich glaube, es ist besser, wenn ein Blick von außen hilft, als wenn man mit den Ideen, die schon immer da waren, weitermachen möchte. Ich denke, dass wir mit sehr viel Augenmaß rangegangen sind, sozusagen die Kernprozesse der Kernprozesse identifiziert haben, die Leitprozesse identifiziert haben und dann gemeinsam mit den Mitarbeitern in die Entwicklung dieser Prozesse gegangen sind und somit letztlich von der Rampe bis zur Geschäftsleitung jeden einzelnen Mitarbeiter abholen konnten und für die Idee gewinnen konnten. Und das spüren wir, dass es auf vielen Schultern ruht, dass es von einer großen Mehrheit im Unternehmen getragen wird. Und dass wir keine Kündigungen erhalten, weil sich jetzt was ändert, sondern Zustrom. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, was man bekommen kann. Es ist ja eigentlich immer so, dass man irgendwie über die Mission wissen muss, wofür stehe ich morgens auf. Die Vision ist der Horizont, auf den wir zulaufen. Und mit Porsche Consulting hört es eben dann nicht auf, sich da in Wolkenkuckucksheim oder mit schöngeistigen Ideen irgendwo zu verschanzen, sondern tatsächlich herzugehen und ganz konkret zu sagen, wir sind in einer enormen Umbruchsphase. Was passiert in den nächsten 4 Geschäftsjahren? Das war eine Leistung, die wir gemeinsam vorangetrieben haben. Wir haben unwahrscheinlich viele Wachstumsfelder und Produktideen im Speicher abgelegt, aber wir haben eben auch dank der Consulting die richtigen Fragen gestellt bekommen, die uns geholfen haben, uns auf die wesentlichen nächsten Schritte zu konzentrieren. Im Elektronikbereich, da gibt es natürlich auch sehr viele andere gefragte deutsche Firmen auf dem Weltmarkt, aber ich glaube, keiner hat so geschafft, so ein Synonym für Luxus, Made in Germany zu sein, wie Burmester. Wir leben für den feinen Klang und den Zauber der Musik. Das ist unsere Mission. Und für die Vision, wir möchten unabhängig bleiben. Das ist unser höchstes Gut, unternehmerisch, im Kopf, im Herz. Dann können wir die Produkte bauen, die uns selber jeden Tag Spaß machen.